Sandy ist weg und das volle 2 Tage lang. Was? Volle 2 Tage lang? Warum musste sie auch unbedingt zu dieser Wissenschaftskonferenz in Houston, Texas? Houston, Texas. Und ihre Abwesenheit dauert noch 1 Stunde, 26 Minuten und 47 Sekunden. Oh nein, 47 Sekunden! Ihr fehlt Sandy so schrecklich, ihre Tentakelchen, ihr Spiel auf der Klarinette und dieser Wahnsinnsmonster-Zinken. Moment, das ist Thaddäus. Der ist gar nicht weg, der ist doch hier. Nein, bin ich nicht. Ich vermisse dieses Eichhörnchen, ihre Karatekampftechnik, diese 20 Liter Glasbirne auf ihrer Birne. Ganz zu schweigen von den herrlichen Hasenzähnen. Wenn Sandy zurückgekommen ist, müssen wir ihr sagen, wie sehr wir sie vermisst haben. Ist Sandy nicht auch die, zu der ich Mami sage? Nein, das sagst du zu deiner Mutter, aber das bringt mich auf eine Idee. Wir organisieren für Sandy die Mutter aller Willkommen-zu-Hause-Partys. Auf zur Baumkuppel, mein Freund. Ja, super. Ihr beide habt echt Ahnung davon, wie man eine Party schmeißt. Ich wusste es. Dich hat's richtig gejuckt, uns zu sehen. Na ja, irgendwas kribbelt mir jedenfalls auf der Haut. Ja, vielleicht lenkt dich ein Stückchen Kuchen von deinem juckenden Fell ab. Patrick und ich haben diesen Kuchen extra zur Feier deiner Rückkehr gebacken. Beim zweiten Mal schmeckt er sowieso noch toller. Hau rein, Sandy. Sieht echt lecker aus, SpongeBob. Und sonst ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Meine Haut hat sich nur noch nicht an diese Unterwasserluft gewöhnt. Bist du soweit? Ja. Wird das noch was? Wie sieht's aus? Beim buschigen Fuchsschwanz. Ich glaube, ich werde gebissen. Ich habe mir einen Floh gefangen? Na, das nehme ich jedenfalls nicht kampflos hin. Ja! Dich krieg ich. Ja, ja, ja. SpongeBob! Oh, mein Koffer! Und beeil dich! Es ist mir zwar peinlich, das zuzugeben, aber als ich in Texas war, muss ich mir wohl einen Floh eingefangen haben. Was ist ein Floh? Ein Floh ist ein fieses kleines Ungeziefer, das auf uns Luftatmern rumhüpft und beißt. Aber dieses Flohhalsband wird ihn in die Flucht schlagen. Das kitzelt. Also, ich finde das gar nicht so übel. Aua! Er hat mich gebissen. Hast du nicht noch mehr von diesen schicken Halsbändern? Nein, aber ich leih dir kurz mal das hier. Verbinde die Punkte. Hab Seepferdchen gemalt. Aua! Warum hört der Floh nicht auf, mich zu beißen? Mir reicht's, so kann das nicht weitergehen. Na, was sagt ihr dazu, ihr Viecher? Oh, es funktioniert. Gut, dass das vorüber ist. Verstehst du unter vorüber etwa das da? Ohne Haselnuss, die vermehren sich wie blöd. Hier mit Silberblick besser als ihr. Rennt erneut weg! Müssen wir denn so den Rest unseres Lebens verbringen? Nur noch Flöhe um uns rum anstatt Wasser! SpongeBob! Wasser! Das ist es! Es ist wirklich ganz toll, dass du wieder zurück bist, Sandy.